Hallo und willkommen zu einer actiongeladenen Startfolge. Scheiß, leck mich doch am Wurzel. Folge von Let's Play The Legend of Zelda, The Original. So, ich erinnere mich an was. Ich werde das Spiel zerbrechen. Nein, unter uns, ja. Unter uns, die dämliche Soap. Wir kriegen 30 fantastische Zeugdinger, Tomaten. Auf Augen. Okay, hätte ich das gewusst, dass das Ding quasi direkt daneben ist, hier neben ist, hätte ich mir das Ding geholt. Definitiv. Okay. So, ich will etwas ausprobieren. Bevor ich in den siebten Dungeon komme, will ich so will ich meine wie gesagt, ich versuche das Projekt an einem Abend zu absolvieren. Ob es mir gelingen wird, wird sich noch zeigen. Ich muss ja auch irgendwann mal ins Heierbettchen. Der Bessinger muss ins Kretz. Kriegt die Kretze. Na, okay, nein. Er kriegt nicht die Kretze. So, ich hoffe, ich kriege den Weg noch einigermaßen hin. So. Der Felsen kommt von oben unter dich. Ich fährt halt weiter, versuche den Felsen auf meinen Kopf zu fallen lassen. Das sind fette Frauen. Und die wollen mir in den Bürgzeit fest. Und hier sind vier. Oh Gott, nochmal. Hier sind Gegner, denen ich noch nicht begegnen wollte. Nein. Boah. Die gehören mit zum übelsten, so was Schaden angeht, von der Sorte. Aber ich glaube, der wird mir noch zwei Herzen, selbst mit dem Ring anziehen. Abziehen. Anziehen, ja sicher. Anziehen ist besser als abziehen. Oder so. Ja, natürlich ist es besser anziehen. Dann ziehe ich mir eine fette Rüstung an, dann können die mir nicht mehr viel. Huba. Okay, ich bin ein bisschen verloren gerade, weil ich hier gerade in Regionen vorgestoßen bin, die noch nie ein Mensch zuvor betreten hat. Nein! Oh, okay, es ist ein Fehler gewesen von meiner Seite aus. Nee, hier bin ich falsch. Hier bin ich sowas von falsch. Mein Gott. So, hier wieder zurück. Hier bin ich sowas von falsch. So, ich probiere es mal mit. Nein! Kann ich die eigentlich auch abwehren? Egal. Fee! Oh, sehr schön. So macht das Spaß. Okay, da war. Dann muss das hier sein. Muss das Geheimnis hier sein. Ein Geheimnis, das ich eigentlich nie brauchen werde, weil ich keine Ahnung habe. Das ist das Kraftarmband. Und es hat fast die gleiche Grafik wie in Link's Awakening. Mein Gott, habt ihr euch gehört? Habt ihr gehört, wie ich mich freue? Dass es fast die gleiche Grafik hat wie in Link's Awakening. So, das hier ist der Weg zum Friedhof. Oh Gott, jetzt. Autsch! So, und was will der Messenger, der Finale wohl am Friedhof? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nämlich nicht mehr genau. Au. Aha! Nimm dieses Deutschland! Deutschland schwert mit dir! Hey, nimm das! Okay! Es ist. Fail. Es ist so fail. Okay. Ich kann dieses das habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen beim ersten Schwert. Das ist dran gekoppelt, wie viele Herzcontainer man bis dato gefunden hat. Und mir ist nicht sicher. Mir fehlt jetzt nämlich noch genau einer, um diesen Herz, um dieses, das beste Schwert im Spiel zu bekommen. Einer. Ein einziger. Und ich muss Dungeon 7 vollenden, damit ich ihn kriege. Weil ich habe, glaube ich, alle. Ich habe, glaube ich, nämlich alle. Herzcontainer. Jetzt bin ich gerade überlegen. Nein. Ich gehe über den Friedhof zurück, weil der siebte Dungeon war in relativer Nähe zum. Eigentlich ziemlich blöder relativer Nähe zum Friedhof, weil es eigentlich gar nicht in so einer Nähe ist, aber es ist mitunter der kürzere Weg über den Friedhof. Es gibt nämlich noch eine andere Stelle, worüber man in den Friedhof kommt, aber da gibt es so einen. Es gibt keinen besseren Schild und ich fürchte, ich kann. Das habe ich eben ja gezeigt. Weg. Wuda. Ich kann nämlich diese Schwerter nicht abwehren, die sie werfen. Hier, das ist nämlich wieder so ein wie sich wiederholender Bildschirm, bis man die richtige Kombination geht oder den Ausgang nimmt. Und ich habe das gerade nicht mehr genau. Das ist scheiße, der Ausgang. Nein, es ist nicht scheiße, dass es der Ausgang ist. Aber es ist. Okay. Gut. So, wunderbar. Das Ding ja,
Hier ist nur ein scheiß fucking See, aber hier bin ich richtig. Hier ist der 7. Dungeon. Aber wie kommt man in den 7. Dungeon? Und zwar, indem man ein bisschen auf der Flöte bläst, denn das Flötenblasen macht so viel Spaß und das mache ich immer an Silvester und Weihnachten vor dem Ostertag. So, ganz kurz gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Bis gleich. Ich habe erst 5 Minuten gespielt, das ist ja großartig. Dann könnte ich diesen Dungeon vielleicht sogar noch irgendwie hier reinquetschen, sofern ich ihn schaffen sollte. Wie heißen die? Gyptoskop? Ne, Gyptos waren die Bumien. Blaue, bumerangwerfende Schwachmaten. Mein Gott. Ja, von denen bekommt man auch in... In früheren Dungeons. Stirb. Oh, Herz. Oh Gott, ich hasse. Moment. Nein! Verdammt! Oh, Scheißdreck! Oh, mir fällt gerade was ein. Ich brauche Gegenstand Nummer... Den letzten Gegenstand. Ich brauche den letzten Gegenstand, um da durchzukommen durch diesen Dungeon. Oh, verdammt! Oh, Vorbereitung noch weiter. Yay, darauf habt ihr alle gewartet. Glaube ich nicht. Egal. Ich muss die Fleischkeule jetzt kaufen. Ja, ich muss die Fleischkeule... Ich brauche die Fleischkeule, um diesen Dungeon bestehen. Ja, super, du droppst den Mist hier, den ich hätte vorher gebrauchen können. So, ich hoffe, es ist nicht allzu weit. So, ja, hier sind wir sogar richtig, Ah, oh, es ist großartig, es ist nicht weit bis zu dem Typen, den ich besuchen muss, um die Fleischkeule billig einzukaufen. Ah, ja, es ist im Sonderangebot bei Allkauf. Was früher Real war. Nein, es war früher Allkauf und das ist jetzt Real, oder? Oder gibt's bei euch noch Allkaufs? Irgendwie. So, wir haben noch mehr Geld. Ich hoffe, das reicht, um das Ding zu kaufen. So, der Speed-Typ weg. Ja, wir könnten nochmal einen Ring kaufen. Keine Ahnung, ob man nochmal einen Ring kaufen kann. Aber ich kann hier das Fleisch kaufen. Nom, 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 nom. Okay, das bringt mich in die... in die hervorragende Position dessen, dass ich alle Gegenstände, die ich brauche, um dieses Spiel beenden zu können... Na gut, das Schild brauche ich nicht unbedingt, um das Spiel beenden zu können, aber es ist doch sehr von Vorteil. Ich glaube sogar in diesem Dungeon hier. Oh Gott, und ich muss ihn mit so wenigen Herzen machen. Es ist eigentlich schon viel an Herzen, ich weiß. Es ist ziemlich viel an Herzen. Aber es ist trotzdem zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Halleluja. Und Prosit. Also wenn ich hier sterben sollte und dann ist die Folge quasi zu Ende. Oder das leckt. Ja, ich stelle mich... Mein Gott, was ist jetzt los? Irgendwie... Okay, ich versuche den Kampf... Okay, das macht jetzt gerade irgendwie wenig Sinn, weil es gerade anfängt zu laggen. Ich sollte vielleicht mit dem Rechner mal starten. So, schnell raus. Okay, jetzt gerade läuft es wieder. Oh, ich bin jetzt... Boah, du sackgesichtiger Fotzenhund. Tut mir leid, dass ich so schlecht erzogen bin, aber muss sein. Hier, das nehmen und dadurch. So, und jetzt wisst ihr auch, weswegen ich Dungeon 4 machen musste, bevor ich zu Dungeon 7 komme. Ich brauche eine Leiter. Und die Leiter ist somit mitunter das wichtigste Item, was man braucht in diesen Dungeons. In den Fallen dann späteren, deswegen sind... Und ich muss sie töten, damit ich durchkomme. Danke, Spiel. Okay, ich werde dieses... Tut mir leid, wegen dieser Lecks, dieser scheiß Lecks. So, den versuche ich noch mit meinem werfenden Schwert umzubringen. Ja, tolles Deutsch. Okay, schnell durch. Miniboss. Einfach kann man hier durch, das gefällt mir. So, und hier kann man einen Schlüssel gebrauchen. Oh Gott, zum Glück habe ich noch einen. Und hier gibt's... Grumble. Ja, das ist ein Wächter. Und um diesen Wächter zu besiegen. Keine Ahnung, das ist vielleicht vergiftetes Stück Fleisch. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist zu dunkel hier. Ja, stimmt. Das ist die erste Karte, glaube ich, die ich in diesem Spiel aufnehmen werde. Nicht aufnehmen. Oh, scheiße, du sackgesichtiger Quarzenverdümmtskopf. Hast mich gedümmst. Mein Gott. Okay, weiter. Okay. Hier sind wir richtig. Okay, ich werde die Aufnahmesession dann gleich etwas unterbrechen. Aha, es gibt Moneten hier. Und man sieht jetzt oben links sieht man diese Karte. Und die hat eigentlich in jedem Dungeon so eine gewisse Form von Form, eine...
eine Symbolik, die wir da nennen Kunst mit Final Mösenjir. Mösenjir, ja. Ach Gott. Wie könnt ihr euch nur... Ich frag mich ja schon die ganze... Na, da kann ich wieder schmeißen und dann wächst der Typ mich an. So. Okay, okay, okay. Aber es hat einen Vorteil, merke ich gerade. Ich muss diese Viecher hier eigentlich nicht besiegen. Aber ich kann vielen guten Krams von ihnen kriegen. So, ich kann mein Schwert werfen. Das ist gut. Dadurch kann ich auf Distance. Wir machen die Dorste, Konste, Kondistance, Konstance. Und das für die France, Avignon, Purifon, Fraternité, Liberté, Camillente. Okay. Oh nein, ich muss... Hört ihr ihn rufen? Den Boss, wie er sagt, komm her, ich reiß dir den Arsch auf. Du bist unterbewaffnet, du solltest jetzt schon das dritte Schwert haben. Aber du hast es nicht. Du hast es einfach nicht drauf. Weil ich ne K, diese Sau, diese Potsau. Entschuldigung, ich mag dich eigentlich, aber... Nicht jetzt, nicht hier! Nicht, solange dieses LP existiert. Und ich wollte dir eigentlich noch, das hatte ich glaube ich gar nicht gesagt, aufbrummen, dass du unter jedes Video einen Kommentar schreiben musst, damit ich weiß, dass du das auch anguckst. Und hier, ah, ein sehr nützlicher Gegenstand, nämlich die rote Kerze. Was ist an der roten Kerze echter als an der blauen? Sie läuft nicht auf Diesel, sie läuft nicht auf Öl. Sie läuft unbegrenzt. Ich kann Feuerzeug. Ah, au, ich habe mich selbst verbrannt. Ja, man kann sie quasi, man kann zwei Flammen auf einmal auf dem Bildschirm haben. Man kann sie so oft, wie man will, auf einem Bildschirm benutzen. Ist das nicht fantastisch? Ah, okay. Eigentlich brauche ich sie nicht wirklich. Keine Ahnung. Sie ist zwar eine ganz gute Waffe, wenn man ein Swordless-LP macht. Ich habe mich ein bisschen informiert. Es gibt Swordless-LPs von diesem Spiel hier, wo man quasi weitestgehend ohne Schwert spielt. Man braucht aber, glaube ich, das Schwert, um den Endboss des Spiels zu besiegen. Ach Gott. Ich freue mich schon überhaupt nicht drauf, ihm gegenüberzutreten, weil es ist so... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, die Kenner des Spiels, ob ihr irgendwie eine großartige Taktik habt, um ihm gegenüberzutreten, aber ich finde es einfach nur irgendwie random. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich glaube, ich muss jetzt hier weiter. Sehr schön. Und... Nein, ich muss diesen Miniboss besiegen, indem ich auf alle Flöte drücke. Oh, es sind drei. Drei sind mehr als zwei und deswegen hoffe ich, dass ich sie umbringen kann, bevor es mich hier dahin rafft. Bums, einer hat weg. Einiger weniger ist irgendwann vom Regal gefallen. Boah, ich brauche eine Drehattacke, mein Gott. Bums, so. Oh, Fee. Oh, Fee bringt mir nichts mehr, außer die Lebenspunkte, weil... Boah. So, Herz. Hoch. Halleluja. Dinosaurier! Astrodinos! Ach so. Die Kenner wissen, dass ich eigentlich die Bombe zücke, aber die Bombe zücke ich, um hier weiterzukommen. Oh Gott! Wallmaster! Oh nein, und ich kann mich nicht gegen diese fucking Wallmaster verteidigen, weil ich. Oh Gott. Oh Gott, da kommt einer. Danke. Oh, töten. Ich glaube, es kommen auch nur begrenzt viele. Ich hoffe, das waren sie jetzt. So, hier kann man einen Stein... Den hier war es, verschieben. Und damit öffnet sich eine geheime Passage. Und über diese geheime Passage komme ich zu einem geheimen Ort. So, okay. Okay, aha, ja. Ah, siebter dann... Das ist doch der... Ja, Level 7. Steht oben. Es steht oben Level 7. Bisher fand ich es gar nicht so schwer. Hahaha, Dicker, du wirst mich nicht zur Verzweiflung bringen. Nicht, nachdem ich so weit gekommen bin. Und ich hier brauche nochmal Bomben. So, okay. Jetzt zu diesem Zeitpunkt hätte ich gewünscht, ich hätte den ersten Dungeon hier vorgemacht. Weil das der gleiche fucking Endgegner ist, wie den es in Dungeon Nummer 1 gibt. Ich weiß nicht, ob er mir aushält, aber er ist schwach, er ist hinrissig, er ist total bekloppt. Es ist einfach. Der Drache aus dem vorherigen Dungeon war schlimmer. Und hier haben wir das Tree Force, das nächste. Fuck you, Dicka. So, was wird uns nach diesem Dungeon erwarten? Erfahrt es beim nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda, The Original. Bis dann, ciao.